Hallo, ich bin Schwester Helena Fürst. Ich bin Elisabethine hier in Linz und vor wenigen Tagen war ich an der schönen Donau gleich hier um die Ecke spazieren und es kam mir eine ältere Frau entgegen. Ich sah schon, dass sie mich von Weitem beobachtete und als sie auf gleicher Höhe waren, fragte sie mich: Schwester, kann ich Sie was fragen? Ich sagte: Natürlich. Sie schaute mich an und sagte: Dürfen Sie überhaupt rausgehen? Ich musste innerlich lachen. Was soll ich jetzt antworten? Sie sieht ja, dass ich offensichtlich hier spazieren gehe. Mit draußen meinte sie wahrscheinlich außerhalb des Klosters. Und ich überlegte kurz, ob ich ihr sagen sollte: Ja, pst, aber sagen Sie es niemandem. Habe ich dann aber nicht getan. Ich habe dann gesagt: Ja, natürlich dürfen wir spazieren gehen und auch viele andere Dinge tun. Und sie schaute mich ganz erstaunt an und erzählte mir dann, dass sie nämlich in eine Klosterschule gegangen ist vor vielen, vielen Jahren und dass die Schwestern damals nur innerhalb der Schule und des Klosters sich bewegen durften und ob denn das heute anders sei. Und ich erklärte ihr ein bisschen, was wir so tun und wie Ordensleben heute ist und sie war ganz interessiert und schließlich haben wir uns nach diesem netten Gespräch wieder getrennt und jede ist ihre Wege gegangen. Mich ließ diese Begegnung aber doch auch ein bisschen nachdenklich zurück. Warum nehmen viele Leute an, dass man im Kloster immer noch so lebt wie vor 30, 40, 50, 60, vielleicht auch 100 Jahren? Warum denken die Leute, dass sich im Kloster überhaupt nichts ändert, sondern alles immer gleich bleibt? Ist es vielleicht auch unsere Schuld als Ordensmenschen? Vermitteln wir vielleicht den Eindruck, dass sich bei uns ja nichts ändern sollte? Ich habe mich dann oft gefragt, ja, oder ich frage mich auch in meinem Ordensleben, was soll sich ändern? Was ist gut, dass man Aktualisierungen trifft? Was braucht ein Update? Und was ist es aber auch würdig, dass man es erhält? Dass es wertvoll ist, wenn wir Traditionen pflegen und eine Ordensgeschichte auch lebendig werden lassen? Ich glaube, diese Frage muss sich jede Ordensgemeinschaft, auch wir Elisabethinen, immer wieder neu stellen und auch die Kirche. Was gehört geändert und was gehört gepflegt? Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss!